Einen wunderschönen guten Tag hier aus Freiburg, dem konservativ-grünen Land. Und mein Gast heute, Matthias Deutschmann, der Kabarettist hier aus Baden-Württemberg. Freiburg. Wir sind hier in einem Land mit ganz vielen grünen Bürgermeistern, Oberbürgermeistern. Es wird von einem Grünen regiert. Was ist passiert hier im Süden Deutschlands? Ja gut, es ist uns gelungen, nach 57 Jahren den CDU-Reaktor vom Netz zu nehmen. Und wir haben einen Ministerpräsidenten, der langsamer redet, als er denkt. Und den hat vorher, die meisten haben ihn als etwas langweilig empfunden, aber jetzt ist er eine Ikone, er ist Kult und er macht das nicht schlecht, der Herr Kretschmann. Also die CDU hat ein großes Problem, weil Kretschmann eine Popularität erreicht hat. Also man kann sich kaum noch an die populären CDU-Leute hier erinnern. Es wird sehr, sehr schwer für die CDU, jemand gegen Kretschmann aufzubieten. Und das heißt, dass dieses Land, so wie es 57 Jahre schwarz war, jetzt grün werden kann. Die letzten zwei Ministerpräsidenten von der Union verstecken sich auch irgendwo im Ausland. Naja, der Mappus wollte nach Brasilien, aber der musste dann doch da bleiben. Aber der Mappus ist unbedeutend. Ich sage immer, Franz Josef Strauß, Nachbau, flugunfähiges Modell. Ein fürchterlicher Fehler, so jemand in diese Position zu bringen. Und vorher Oettinger, der nach Brüssel verabschiedet wurde von Frau Merkel. Die CDU hatte einen Niedergang. Also diese Leute von früher wie Filbinger, ja, der Marinestabsrichter, der das Land regiert als Figur. Dass diese Zeiten sind vorbei. Es kommt eine neue Art von bürgerlicher Mitte, die konservativ ist. Die Grünen möchten ja konservativ sein, das sagen sie ja bei jeder Gelegenheit. Und das könnte hier in Baden-Württemberg die CDU verdrängen. Es gibt jede Menge Konvertiten, die von der CDU direkt zu den Grünen übergehen und sagen, jawohl, bei Leuten wie Boris Palmer oder Cem Özdemir, da fühlen wir uns wohl und bei Kretschmann sowieso. Das ist ja schon fast eine Lobrede auf die Grünen. Nee, es ist keine Lobrede, es ist einfach die Entdeckung der bürgerlichen Mitte. Also wir als Kabarettisten agieren ja am Rand der Gesellschaft da, an den radikalen, interessierten Rändern, also linke SPDler oder darüber hinaus. Und offene Konservative, die gehen vielleicht mal ins Kabarett, um ihre Toleranz anzutesten. Aber das, was die Grünen jetzt erobern, das ist die bürgerliche Mitte. Da gibt es richtig dick Prozente. Das kann bis zu 30% hochgehen. Und das entdecken die und das ist die Chance. Und um diese Mitte wird gekämpft. Und da sehen die Grünen einfach gut aus. Die Grünen sind eine ganz normale Partei geworden, die einfach ihre Chancen erkennt. Und die großen Grabenkriege ideologischer Art sind ja alle längst vorbei. Es gibt noch Leute wie Jutta Ditfurth, die versucht, immer wieder darauf hinzuweisen, was die Grünen verraten haben. Aber der Verrat, der gehört einfach zur Karriere dazu. Und Joschka Fischer steht dafür, von der Wandlung vom linken, theorieaufgeladenen Straßenkämpfer hin zu einem Außenminister, der letzten Endes dafür steht, dass eine Stadt wie Belgrad bombardiert wird. Das ist eine große Fallhöhe und das spielt bei den Grünen jetzt keine Rolle mehr. Die Schlachten sind geschlagen. Ein Großteil Ihres Lebens haben Sie auf der Bühne verbracht. Kann man das so sagen? Naja, 2.500 Hotelübernachtungen und die dazugehörigen Auftritte. Das ist eine Menge in über 30 Jahren jetzt. Was treibt einen Menschen jahrzehntelang regelmäßig auf die Bühne? Also da versammeln sich Menschen, Leute kaufen Tickets, setzen sich dahin und einer sagt, ich gehe da jetzt hoch und bin auf der Bühne. Na, so läuft es ja nicht. Und der Anfang war ja ein moralisch-politischer. Wir haben uns damals getroffen im studentischen Milieu. Die Gruppe hieß Schmeißfliege, weil Franz Josef Strauß gesagt hatte, damals als Kanzlerkandidat mit Ratten und Schmeißfliegen führt man keine Prozesse, in Anspielung auf den Bernd Engelmann, den Publizisten. Und wir waren voll motiviert, wir haben ein Empörungspotenzial gehabt und wir waren moralisch und wir waren direkt und wir waren pathetisch. Also wir haben Pathos verbreitet, in Ermangelung einer genauen Argumentation,
Also ich wurde immer leicht pathetisch und die alten Texte, die Einstiegstexte sind schon also Dokumente. Die hält man lieber verschlossen und schaut ab und zu mal drauf. Aber die Anfänge waren so und daraus ist dann Kabarett entstanden, das sich auch den Bedürfnissen des Publikums anpasst. Und das war am Anfang ein politisches Bedürfnis. Hier in Freiburg war Anfang der 80er Jahre die Hölle los, Hausbesetzungen, Riesenpolizeieinsätze, überzogene Gewalt seitens der Polizei. Das erlebt man als junger Mensch, versucht sich da irgendwie zu orientieren und spürt in sich ein großes Aggressionspotenzial, das muss raus. Und das kam bei mir dann via Satire, via Kabarett raus. Mit allen möglichen Verdrehungen und ja, das war am Anfang eine sehr schmerzhafte Sache, aber es ist dann daraus ein Kabarettstil geworden. Das war keine Angelegenheit, wie es heute geht. Nimm Schauspielunterricht, trainier die Stimme, besorg dir gute Texte, geh auf die Bühne und dann machst du Stand-up oder irgendetwas. Nee, das lief damals. Wir waren richtige Dilettanten. Wir waren wirklich politisch motiviert und haben uns dann die Bühnenausdrucksmittel erst im Nachhinein besorgt. Trotzdem, Matthias Deutschmann schreibt die Texte für Matthias Deutschmann und schickt Matthias Deutschmann auf die Bühne. Da ist kein anderer Autor, kein anderer eine Rolle in die reinschlüpfen, sondern Sie stellen sich da auf der Bühne, auch Ihre Inhalte. Da muss es doch einen Antrieb geben. Also warum die Bühne und warum das Publikum? Ja, erstmal reizt mich die Analyse, mich reizt Politik nach wie vor. Ich habe dafür eine Ausdrucksform gefunden, das ist der satirische Text. Und ich arbeite wie ein Journalist, ich recherchiere und versuche die Zusammenhänge dann satirisch abzubilden. Das geht nicht immer, bei manchen Themen geht es eben nicht. Und damals habe ich mit dem moralischen Impetus die Bühne erklommen, habe dann gemerkt, dass ich meine Aussagen präzisieren muss, ich muss sie spielerisch machen, ich muss vor allen Dingen Leichtigkeit gewinnen. Es war damals alles etwas zu schwer. Und das ist, wie Hüsch das formuliert hat, ein Ringen um die Leichtigkeit oder wie Otti Fischer, leicht ist schwer was. Und das ist der Prozess gewesen, der jahrelang lief. Ich habe 10 Jahre lang Kabarett gemacht, bis dann das Fernsehen mal vor der Tür stand und dann hat man die Gelegenheit gehabt, ja, in Berlin bei der Funkausstellung für Dreisat was zu machen und dann kam eben diese spezielle Fernsehproblematik. Aber ich bin von vornherein kein Bühnenmensch gewesen, sondern ich bin über einen Seitenweg zum Kabarett gekommen. Und das war der politische. Und ich habe auch gemerkt, dass es keinen Sinn hat, sich irgendwas auf der Bühne anzuziehen und in eine Rolle hineinzugehen oder mit Dialekt zu arbeiten, andere zu karikieren. Das kann man mal kurz aufblitzen lassen, aber es geht im Wesentlichen um den Prozess hier. Da geht jemand frontal auf die Probleme zu und versucht, die in den Griff zu kriegen und satirisch umzusetzen. Ist das die Königsdisziplin? Für mich in gewisser Weise schon. Also das ist ja ohne Hilfsmittel, das ist ohne Verstellung, ohne Maske, das ist direkte Konfrontation mit dem Thema. Natürlich wird man selber mit der Zeit zu einer Figur, dann heißt es ja, der Deutschmann, der macht das so. Aber ich sehe das mit großer Bewunderung, wenn es Leute schaffen, ihre eigene Persönlichkeit auf der Bühne zu entfalten, zu entwickeln. Nehmen wir mal Gerhard Polt, ja, der geht in Rollen rein, der macht das fantastisch, der geht aber auch aus der Rolle wieder raus. Und das ist das Interessante daran, nur in der Rolle zu bleiben und die Satire ablaufen zu lassen, das würde mir gar nicht liegen. Ich will auf was ganz Bestimmtes hinaus. Ich bin viel im Netz unterwegs. Wir sind ja jetzt gleich auch auf YouTube. Wenn ich mir so die Kanzlerin angucke, die ihren Podcast macht und der Altmaier hat seine Twitter-Follower und so weiter, warum schauen mittlerweile hunderttausende Zuschauer auf YouTube Kabarettisten an? Also man sagt, die Kabarettbühnen, wir haben immer weniger Besucher hier und da und eine Überalterung und so weiter im Kabarett. Aber ich habe das Gefühl, sehr viele junge Menschen
schauen sich Kabarettisten an. Also ich glaube, Schramm weiß das gar nicht, dass ihn dann irgendwie 100.000 Leute sehen nach einem Auftritt. Woran liegt das? Na gut, im Fernsehen schauen 2 Millionen zu, bei Neues aus der Anstalt oder 2,5 Millionen und dann im Internet nochmal 150, 200.000 hinterher. Es ist selektive Wahrnehmung, man kann sich einzelne Teile rausholen, die andere eben gepostet haben. Das ist eine ganz andere Sehtechnik. Auch, dass diese jüngeren Leute offenbar gar nicht so in den Abendprogrammen erscheinen, weil ihnen diese Umgebung fremd ist, weil sie diese Schwellenangst haben. Es gibt meiner Meinung nach ein Vertrauen in diese Persönlichkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, mit Ihren Texten, mit Ihrer Person, die sich da hinstellen, Haltung zeigen. Ja, das liegt bei Schramm einfach an der Qualität des Dargebotenen, mit Sicherheit. Also es ist ja nicht nur Schramm, das sind Sie alle. Nein, das sind nicht alle. Bei Schramm ist es einfach diese Figur Dombrowski, die sehr aggressiv ein Wutpotenzial vermittelt, was viele Leute auch in sich selbst spüren. Es ist die Figur von dem alten Sozialdemokraten August, ein Resignierter, der um die Sprache kämpft, mit der Sprache ringt. Und das ist eine bittere Parodie auf den Zustand der SPD. Die SPD ist August insgesamt, weil sie kann eigentlich ihre alten Inhalte kaum noch artikulieren. Und das sind schon tolle Würfe. Und die Leute verstehen einfach, was also gemeint ist, was kommt rüber. Der sollte Bundespräsident werden. Woher kommt dieses Sehnen der jungen Netzgemeinde nach Personen mit Haltung? Ja, das liegt am Verfall der Parteienlandschaft. Und das liegt an der ganzen Welle von Dreck und Dummheit, die durchs Fernsehen gespült wird. Die Cloaca Maxima des Infotainments. Ein Teil der Bevölkerung hat einfach die Schnauze voll von dieser Art von Bevormundung durch Leute mit schlechtem Geschmack. Und die gehen ihre eigenen Wege, holen sich die Schnipsel, die sie brauchen, stellen sie ins Internet und betrachten die Welt aus dieser Perspektive. Das hat auch mit dem Niedergang des Fernsehens zu tun. Obwohl man sagen muss, dass da natürlich eine Kooperation ist, weil gerade viele Kabarettisten, einschließlich meiner Person, haben durch Fernsehpräsenz natürlich Vorteile gehabt. Aber das Fernsehen arbeitet nicht mehr programmatisch. Das sind keine Ideen, um die gekämpft wird, so wie früher Ekel Alfred. Das war ein mutiger Entwurf. Ich habe den Schubert selbst kennengelernt und er hat davon erzählt, das war noch prickelnd, das war spannend. Heute fehlt einfach der Mut, da an eine Frontlinie zu gehen. Ja, Ekel Alfred, das war in den 70er Jahren, das war großartig. Die bürgerlichen Grünen, die gehen ja auch ins Kabarett und schauen sich so ein Programm an und in der Pause trinken sie ein Säckchen und sind pikiert über die Situation im Nahen Osten. Also wenn die bürgerlichen alten Linken sind, wer sind denn deren Opponenten aktuell vom jungen Publikum her? Ja, kann ich schlecht beurteilen, weil die Leute kommen nicht ins Programm, jedenfalls nicht in Massen und sie treten auch nicht massiv in Erscheinung. Aber so negativ würde ich das Publikum jetzt nicht sehen, dass sie sind pikiert über die Verhältnisse im Nahen Osten. Also das ist ja praktisch ein Szenario, was sich immer wiederholt im Nahen Osten. Das Züchten von Hoffnung und das anschließend enttäuscht werden, das sind Gezeiten. Ja, fürchterlich. Aber es hat bei den Leuten was Liturgisches, also da abends in dieses Programm zu gehen, ja. Also statt des Pfarrers der eigene Kabarettist und in der kurz dann noch ein Säckchen trinken und pikiert sein, also ja, gut. Damit hat man es erledigt. Ja, das betonen ja sogar Kollegen, dass es Ablasscharakter hat, ja, dass die Leute dahin eilen, um sich den Ablass erteilen zu lassen. Es ist mir aber zu einfach. Ich wollte sagen, gerade das Thema Nahe Osten, die Leute werden auch müde in der ganzen Diskussion. Und dann passiert wieder was und wieder muss man sich öffentlich dazu verhalten. Und die Kabarettisten werden müde und das Publikum wird müde. Deshalb spielt das Thema Israel, Palästina, Nahe Osten spielt im Kabarett kaum eine Rolle, weil niemand hat mehr den Mumm, dieses Thema auf die Bühne zu bringen, weil man weiß, wie das ausgeht. Betroffenheit, Absacken der Stimmung
Und im besten Falle eine Teilung des Publikums in Pro und Contra. Aber mit den Gesetzen der Unterhaltungskomik ist das nicht in Einklang zu bringen. Was wäre die große Aufgabe des Kabaretts in den nächsten Jahren? Das würde ich gar nicht so formulieren. Kabarett. Das ist keine Agenda. Auf Kabarettagenda gibt es nicht. Ich meine, historisch gesehen ist interessant, dass man dem Kabarett immer etwas zugute gehalten hat. Also Haltung annehmen, kritisch sein, zur Aktivität auffordern. Historisch gesehen in den 20er Jahren, ja, war 5% des Kabaretts vielleicht politisch. Der Rest war Tingeltangel und Ringelpiez mit Anfassen. Es sind immer nur wenige, die explizit politisch agiert haben. Und Kabarett hat die Aufgabe, gut zu unterhalten. Jetzt mal aus dem Kabarett gesprochen. Und man kann das natürlich auch umfunktionieren zu Veranstaltungen, wo gepredigt wird, wenn man sein Publikum hat, wenn einem die Leute an den Lippen hängen. All das kann eintreten, aber der Unterhaltungscharakter des Kabaretts wird dann doch eingefordert werden. Das kann sein, dass eine Zeit lang das Mode ist, so wie es in den 60er Jahren plötzlich Mode war, dass die Kabaretts sich aufgelöst haben. Ja, da hieß es dann in den 60er Jahren, ja, mit dem SDS und den großen Diskussionen, hören Sie auf, rot zu hoffen, fangen Sie an, rot zu handeln. Das war die einfache Devise damals. Und in Berlin, das Reichskabarett hat sich aufgelöst und hat ein Kindertheater draus gemacht. Ja, das Gripstheater ist aus dem Kabarett entstanden, weil man gesagt hat, es hat keinen Sinn, an die alten Leute ranzuquatschen, man muss an die Jungen rangehen, an die Kinder, da kann man was verändern. Und das war auch eine große Mode, die Selbstkritik des Kabaretts, und dann war ja erstmal Ruhe im Karton. Die großen Kabaretts, Lach und Schieß und Komödien, haben sich nach dem Wahlsieg von Willy Brandt 72 fast aufgelöst, die haben 3 Jahre lang kein Programm mehr gemacht. Und dann kamen in den 70er Jahren Einzelgestalten, unter anderem Dieter Hildebrandt, Hans-Dieter Hüsch, die haben Kabarett gemacht. Und erst mit den Tornados kam Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre ein neuer Stil, das Anarcho-Kabarett, das das alte bürgerliche Kabarett abgelöst hat. Und dann kam Kohlrand 82 und dann gab es eine Schwemme von Lehrern, die nicht mehr Lehrer sein wollten, sondern Kohl-Imitatoren. Dann kam das sozialdemokratische Kabarett aus allen Ecken, jetzt auf den Kohl, der Kohl ist dran, die Sozialdemokraten stellen nicht mehr den Kanzler, jetzt müssen wir Kabarett machen. Das hat auch eine gewisse Komik. Und wir haben ja heute eine unglaublich reichhaltige Kabarettlandschaft. Und dazu kommen noch die Bataillone von Comedians. Das ist ja unklar, eine Explosion. Es gibt so viele Leute, die auf der Bühne stehen und irgendetwas erzählen. Ich habe überhaupt keine Idee, was die Agenda sein könnte, was das alles bewirken soll. Stelle ich die Frage anders. Gibt es so Tage, vielleicht, ich glaube, das kennt jeder Mensch, so wie Peter Fox sagt, alles neu. Also ich setze mich heute hin. Heute ändert sich alles und heute schreibe ich den Text, den ich immer schon schreibe. Haben Sie so Tage, wo Sie sagen, ich schreibe die Revolution auf und dann bringe ich sie auf die Bühne? Unterhaltsam. Auch, ne? Beim Schreiben hinterfrage ich schon diese Idee. Die Tage, wo ich so Bolzen gerade ausgedacht habe, die sind, habe ich hinter mir. Das ist, finde ich, auch langweilig. Manchmal ist man voller Tatendrang und dann will man, jetzt gerade die Beschneidungsdebatte zum Beispiel, da habe ich gesagt, okay, ich gehe in die Mitternachtsspitzen, ich mache einen ganz neuen Text, ich mache nicht das, was die meisten machen, alte Texte, die man kennt, wo man weiß, wie sie wirken vor Publikum, sondern ich mache was ganz Neues, zack. Und da ist die Motivation groß und dann ist es auch ein toller Prozess, sich da reinzudenken und zu schreiben, die Argumente zu finden und die Formulierung. Das ist eine ästhetische Sache. Und dann mit diesen Argumenten anzutreten und zu gucken, wie wirkt das vor Publikum. Aber das sind persönliche Entwürfe. Also ich habe es mir abgewöhnt, jetzt für die Grünen mitzudenken oder zu versuchen, den Grünen ihren revolutionären Schwung zu erhalten. Das ist vorbei, das Thema. Die Frage von gesellschaftlichen Umwälzungen, wenn man das mal so abmildernd formuliert, das ist auch eine Generationenfrage. Sie schreiben ja auch Texte. Also könnten Sie sich vorstellen, Autorentexte zu schreiben für SPDler, die wenigstens Sozialdemokraten darstellen könnten? Nee, zu uninteressant. Der Zug ist abgefahren. Also ich halte auch nicht mehr viel von der Parteiendemokratie.
als Tummelplatz für Kultur, das ist vorbei. Also auch wenn Günter Grass wieder demnächst erklärt, er möchte für die SPD Wahlkampf machen, obwohl er ausgetreten ist aus Protest gegen die SPD. Und nee, also die Grünen hatten mal die Phase, wo sie Kultur und Politik zusammengebracht haben, als sie noch Außenseiter waren, 87 Winterzauber, vorher die grüne Raupe. Das war sehr interessant, aber im Mainstream, da wo die Grünen angekommen sind, können die jetzt nicht mehr mit kulturellen Inhalten auftreten, die nicht ebenfalls Mainstream sind. Das ist interessant, der Prozess, aber ich sehe auf der anderen Seite, dass sich links von den Grünen, wenn man mal diese grobe Verortung überhaupt treffen will, die Linkspartei mit all dem Zulauf aus enttäuschten Sozialdemokraten, aus enttäuschten Grünen, aus Leuten, die aus Bürgerinitiativen kommen, die findet ja auch nicht richtig zu sich selbst. Das ist ja ein Prozess, wo man denkt, mein Gott, wo haben die ganze Zeit her, dass sie sich immer wieder streiten und es passiert nicht viel und es ist auch nicht so wahnsinnig attraktiv. Man merkt, das Publikum sagt, ja gut, wir geben euch 12%, wir geben euch 13%, wie bei den Piraten. Und dann merken die Leute, nee, so der Wille des Wählers ist eigentlich bei den Parteien in nicht so guten Händen. Ich möchte das nicht so ganz pauschalisieren, aber es ist eine große Abnutzung da. Das ist jetzt auch ein recht deprimierendes Ende zur Weihnachtszeit. Nö, das ist nur eine. Es gibt ja immer mehr Bürgerinitiativen, NGOs, Leute, die sich zusammentun. Die werden Formen finden, sich zu Institutionen zu machen. Das haben sie zum Teil ja schon geschafft. Und ich denke einfach, dass diese Parteiendemokratie, die sich ja auch den Staat aufgeteilt hat und die ja, also hier in Baden-Württemberg war das ja schrecklich, was die CDU sich hier geleistet hat. Jetzt sieht man erst im Nachhinein, wie niederschmetternd der was dafür Gestalten mit Verantwortung betraut wurden. Das ist unglaublich. Und da sind schon die Forderungen mehr Offenheit, mehr Diskussion. Demokratie hat was mit Arbeit zu tun. Das hat mit einem ständigen Diskussionsprozess zu tun, der auch offen geführt werden muss. Ich kann ein einfaches Beispiel geben. Es gibt die GEMA, die Inkassoagentur für Musiktantiemen. Das ist eine mächtige Organisation, die im Dritten Reich von Goebbels geschmiedet wurde und die nie aufgelöst wurde, sondern einfach nach 1945 weitergemacht hat. Eine ganz mächtige Organisation, die als Verein das gesamte Inkassowesen, was Musik angeht, ja, kontrolliert. Und dieser Verein ist ungerecht gegenüber kleineren Mitgliedern, die sich von ihr vertreten lassen. Sie hat haarsträubende Bedingungen, die sie diktiert. Also wenn sie eine Veranstaltung machen, ist entscheidend die Größe des Saals, nicht wie viele Leute kommen und zahlen. Das heißt, die GEMA geht immer davon aus, dass sie betrogen wird und daher wird alles so ausgelegt, dass derjenige, der Kultur machen will, möglichst viel zahlen muss. Dieses Phänomen GEMA ist bekannt und da kann man eine Menge drüber nachlesen. Es ist fast unmöglich in Deutschland, bei den Grünen, bei der SPD, bei der CDU, da eine Diskussion herbeizuführen, die offen und fair geführt wird. Es gab eine große Petition, da hat sich dann das Ministerium entschlossen, Leute von der GEMA selbst als Gutachter in diesen Streit einzuführen. Da kann man sich den Mund fusselig reden, da wird man wahnsinnig, man merkt, es ist kein Interesse da und die haben sich alle mit der GEMA arrangiert. Es fehlt da der Mut, wirklich Offenheit, Veränderung und Diskussion. Das geht nicht, das ist wie verhext. Und daran kann man verzweifeln, aber das zeigt auch, dass diese Parteienlandschaft gewisse Probleme gar nicht mehr wahrnimmt. Die haben gar keinen Sensus dafür und die meinen, die könnten das ignorieren. Und die Quittung bekommen sie peu à peu immer wieder bei den Wahlen und es finden Veränderungen statt. Beeinflussen nur ganz bedingt. Wir können sie kommentieren, wir können sie versuchen zu erkennen und zu interpretieren. Aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, man könnte als Kabarettist eine Bühne betreten, das Banner ergreifen und sagen, Leute, in diese Richtung geht's. Das ist Größenwahnsinn. Das macht zwar Spaß, das kann man als Parodie bringen, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Ich danke für
dieses Gespräch. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte drei ganz kurze Assoziationen dazu. Cello. Musik. Tiefe Befriedigung. Schach. Messerscharfer Kampfsport. Alles im Kopf. Schönheit. Muss man suchen. Ich danke sehr für dieses Gespräch, Matthias Deutschmann, und hoffentlich wieder bis bald. Freiburg ist so schön, ich würde gerne einfach nochmal kommen und vielleicht mal tagsüber bei einem Wein dann im Frühjahr oder so. Okay. Machen Sie es. Dankeschön und danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.